Viele sagen hier immer, die Geschichten können ja gar nicht wahr sein. Doch, diese ganzen Geschichten sind wahr. Der Beruf des Schauspielers bringt es natürlich mit, dass wir die ganze Welt sehen, klar, und natürlich einiges mehr erleben als der normale Bürger, der, wenn er 2 Wochen in Urlaub fährt, eigentlich sein Hotel niemals verlässt. Das habe ich oft genug festgestellt, dass die Leute dann eigentlich nur am Strand liegen oder am Swimmingpool und sozusagen das Geld abwohnen. Ich habe das aber auch bei den eigenen Kollegen erlebt, dass die, wenn die dann drehfrei hatten, einfach im Hotel geblieben sind. Ich habe mir dann sofort ein Auto genommen und bin durch die Gegend gefahren, weil ich ja diese Länder dann auch wirklich erleben wollte. Das heißt, es tut mir immer für jeden leid, der diese Möglichkeit eben in seinem Leben nicht hatte. Und ich hatte damals ein Angebot, das war gerade mein Mann. Kannst ruhig mal reingucken und Hallo sagen. Hier, das ist mein Mann. Der kann übrigens auch ganze Bibliotheken erzählen. Wie oft bist du über den Atlantik geflogen? Viele Male. Nee, nicht geflogen, sondern gesegelt. Ja. Gesegelt. Ja. Gesegelt. Geflogen bin ich unzählige Male. Ja, und gesegelt? Endlos. Endlos, eben. Der ist über den Atlantik gesegelt, 14, 15 Mal, und dann hatte er eine Lodge. Na, hier. Mach die Tür zu. Mach die Tür wieder zu. Nimm den Hund mit raus. Der hatte auch eine Lodge oben im Norden. Also der kann euch ganze Bildbände, also der kann euch ganze Bibliotheken erzählen, so viel hat der Mann erlebt. Also es gibt schon Leute, die solche Geschichten erleben. Also kommen wir nach Frankreich. Ich war damals eine junge Schauspielerin, 19, und bekam eben, wie gesagt, das Angebot für eine Serie in Frankreich, La Vie de Henri IV. Ich sollte die Margot de Navarre spielen und meine Mutter wurde auch gleich mit engagiert, die Catherine de Médicis. Regie damals weltberühmt Marcel Camus. Der hat auch Euphonego damals inszeniert. Er war damals aber schon über 80. Ich war damals, wie sagt man so schön, Hotcake. Ich hatte den Bambi gewonnen und den Bundesdeutschen Filmpreis etc. pp. Und ich freute mich sehr auf die Filmarbeiten in Frankreich. Ich sprach damals nicht ganz so schlecht Französisch. Und wir drehten, sollte fast 1,5 Jahre gehen oder 1 Jahr auf jeden Fall, an den ganzen Schlössern der Loire. War schon sehr gespannt. Und es war eine deutsch-ungarisch-französische Koproduktion. Und ich kam also alleine dorthin zu kommen, war der Wahnsinn. Nach Paris fliegen, von Paris mit dem Zug, dann mit dem Bus, dann nochmal mit dem Zug. Also ich glaube, ich war 2 Tage unterwegs, bis ich endlich in diesem Winzkaff ankam, wo unser erster Dreh stattfinden sollte. Und es holte mich ein Fahrer ab vom Bahnhof und brachte mich in ein Hotel. Ich glaube, ich habe so ein Hotelzimmer noch nie gesehen. Es war eine sehr dezente Tapete, riesige Sonnenblumentapete. Ein Kinderbett stand da drin, ein riesiges Doppelbett, ein Riesenzimmer. Ich glaube, 30 Quadratmeter, aber ansonsten nichts. Also ich hatte nicht mal einen Schrank in dem Zimmer. Und ich hätte eigentlich erst am übernächsten Tag drehen sollen. Ich sollte mich ein bisschen akklimatisieren. Diese Zeit gab man mir nicht. Sondern man sagte mir, dass meine allererste Szene gleich die Liebesszene ist mit Henri IV. Der Schauspieler hieß, oh Gott, das weiß ich echt nicht mehr. Christoph, glaube ich, mit Vornamen. Weiß es nicht mehr. Müsste googeln. Auf jeden Fall war ich natürlich hoch entsetzt, weil gleich am ersten Drehtag gleich die Liebesszene, bedeutet auch Nacktszene. Also das war für mich ganz erschreckend. Ich dachte, mein Gott, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, auch mich an die Kollegen zu gewöhnen. Gab's nicht so. Also ich wurde runterzitiert und es kam eine Frau auf mich zu, die sich als Regieassistentin vorstellte, die Deutsch sprach und zu mir sagte, passen Sie auf, das sind die letzten deutschen Sätze, die ich mit Ihnen rede. Ich hasse die Deutschen, das sage ich Ihnen gleich. Und Marcel Camus wird mit Ihnen nur Französisch reden. Und ich hoffe, Sie verstehen soweit. Und ich werde nur noch übersetzen, aber ansonsten kein privates Wort mit Ihnen wechseln. Ich gedacht, na, das geht ja gleich super los. Toll. Ich war total eingeschüchtert. Dann kam Marcel Camus, guckte mich von oben bis unten an. Aber wirklich, ich saß auf dieser Bank wie ein kleines Sünderlein, starrte mich von oben bis unten an und sagte auf Französisch, was schickt uns Deutschland da eigentlich? Die soll die Königin Margot spielen? Ist unmöglich. Die ist zu gar nichts zu gebrauchen, drehte sich um und ging. Ich war, wenn er das heutzutage mit mir machen würde, würde ich sagen, wissen Sie was, lecken Sie mich um den Arsch, bin ich weg, gehe ich. Man kann eher den Regisseur auswechseln, als die Schauspieler, die vor der Kamera stehen, muss man auch mal sagen.
Und ich war ja als Star sozusagen aus Deutschland eingekauft von dem Produzenten. Ich bin heulend in mein Zimmer gegangen. Ich habe meine Mutter angerufen. Ich sage, ich bringe mich hier um. Ich kann das nicht. Die reden nicht mit mir. Es redete kein Mensch mit mir. Und ich weiß nicht, wie ich den morgigen Drehtag überstehen soll. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Und da klopfte es an meine Zimmertür und ich machte auf, draußen stand ein junger Mann, der sich als Grünberg vorstellte und sagte, ich bin auch deutscher Schauspieler. Wann bist du denn angekommen? Ich sag, gestern. Sagt er, oh mein Gott, ich sitze hier seit 3 Wochen. Kein Mensch redet mit mir. Ich bin noch nicht einmal dran gewesen. Wir müssen uns da echt zusammenschließen. Die machen uns fertig. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wenn das so weitergeht, ich springe aus dem Fenster. Ich kann das gar nicht. Ich schaffe das nicht morgen unter diesem Druck. Und ich muss dazu sagen, dass die Bavaria mir meine Kostüme mitgegeben hatte. Und das waren unglaubliche Kleider. Renaissance-Kleider vom, also sowas von unglaublich. Die hatten sich so eine Mühe bei mir gemacht. Ich hatte die schönsten Kleider, die ich jemals gesehen hatte. Wirklich wahnsinnig schöne Kleider. Und ich freute mich schon so darauf, die zu tragen. Und ja, ich bin, also ich hatte so eine Angst vor dem nächsten Tag, so eine Angst. Und abends wollten wir unten essen gehen. Die Franzosen haben sich wirklich abgedreht, als wir reingekommen sind. Es hat kein Mensch mit uns gesprochen. Und ich wusste ja noch gar nicht, wie Marcel Camus dreht. Ich hatte keine Ahnung. Und dann sagte mir dann der Klaus Grünberg, sagte nur zu mir, du pass auf, da musst du echt vorsichtig sein, dass du dir da alles merken musst. Du tust mir leid, dass du morgen drehen musst. Und dann gleich deine erste Liebesszene da. Ich war verzweifelt. Ich habe, glaube ich, die ganze Nacht nur geheult. Tja, und dann kam der nächste Tag. Und fies wie ich bin, gibt's das erst morgen.